Zahnbürstenhalter. Kommt einfach weg. Komm, brauch die Scheiße. Niemand. Echt mal. Komm hier auf diese dumme Idee da. Das ist doch. Was haben wir denn hier für Spiegel? Ist mehr so ein Mädchenspiegel. Hier so einen großen. Großen Badezimmerspiegel ist auch nicht gerade schön. Der ist ja auch nicht gerade die Glanzleistung. Naja, komm, passt. Besser als gar nichts. Wanddekoration wäre vielleicht auch noch irgendwas. Na, ich weiß nicht. So, hier kommt das Handtuch hin, das er braucht. Ach ja, Teppichboden. Wo war hier mal Teppiche? Da waren Teppichböden. So ein Teppichboden ins Badezimmer wäre vielleicht doch schön. So was Kuscheliges. Was mit viel Wolle. Frottee-mäßig? Nee, das darf doch nicht durch die Wand kommen. Oh, ein Hobbyhäschen. Oh, ein Schmetterlinge. Oh, wie männlich. Da wird sich der Papa freuen. Hier. So. Das ist schöner Badezimmer. Flauschteppich. Da kann man sich wenigstens dann nicht die Füße dran brechen, wenn man da drüber stolpert. Schlafzimmer. Was haben wir denn da alles für Schlafmöglichkeiten? Vielleicht ein Hochbett? Nee, ich würde ihm schon gerne ein großes Bett spendieren. Besonders, wenn er mal Frauenbesuch hat. Aber wenn er auch noch seinen Schreibtisch reinpassen soll, wird es ein bisschen knapp. Yikes. Bisschen sehr knapp. Vielleicht stellen wir den Schreibtisch dann doch da draußen hin. Ich würde ihm halt wirklich gerne so ein Bett spendieren. Da freut er sich doch, da kann er sich drauf rumlümmeln. Was ist das hier? Ih, sind das hässliche. Oh, ist das hässlich. Oh, nee. So Industrial Style. Das ist cool. Das kriegt er. Da kriegt er jetzt auch eine Nachttischlampe. Nachttischlampe drauf. Ja, ich weiß, bauen dauert immer furchtbar lange, aber damit müsst ihr jetzt leben. Wer ist noch mit dem Wecker? Antiker Wecker oder Starter-Kit-Wecker, was auch immer. Hauptsache Wecker. Haben wir denn hier noch so ein schönes Blumenpotpourri? Ja, das ist sehr männlich. Was wird er nie da stehen haben? Sowas auch nicht. Und das? Nein. Gott, welcher Mann stellt sich denn solche Blumen auf den Tisch, wenn er Döpp ist? Also, ich meine, ich kenne Männer, die sowas machen, aber ich meinte, ich rede jetzt von Döpp persönlich. Per se, ihr versteht. Eine Kommode müsste da eigentlich auch noch rein. Hier mal so eine da können Sims dran vorbeilaufen. Das ist ja cool. Sieht schick aus. Mit dem Pariser Logo. Ach guck, hier gibt es noch mehr Logos von. Ach, das ist ja auch schick. Oh, und das gibt es hier noch ein Farblo. Ah, ohne. Das finde ich gut. Jetzt hängen wir uns noch ein Wind an die Lampe. Bild an die Wand. Reden ist manchmal sehr schwierig. Was ist das denn? Ja, sehr männlich. Nee. Großes Katzenbild ist jetzt, glaube ich, auch nicht so Derbs Traum. Was ist das denn? Sehr neumodisch, ne? So Metall-Wallpaper. Was hast du denn an der Wand immer hängen? Ja, ich mag Metall-Wallpaper. Die sind voll schön. Was ist das? Modern Art Café? Ach, geil. Wenn man einen Café erstellt, kann man das da hinpacken. Ah, so Gymnastikübungen. Das hat was. Das würde sogar zu Derb passen. Weil hier so eine Schnalle. Und daneben die dann. Komm. Das ist jetzt wunderschön dekoriert. Da fühlt man sich doch wohl. So ist es doch flauschig. So flauschig. So cuddly, I'm gonna die. Nee, zu großer Schreibtisch. Hässlicher Schreibtisch. Ja, dann nehmen wir mal den Schreibtisch hier. Und stellen da auch einen schönen Stuhl vor. Wenn wir einen schönen Stuhl kriegen, ist das hier. Doch, guck mal, der sieht doch ganz gut aus. Ja, ein Regal mit Büchern wäre ja auch was. Ich irgendwo hier hinhängen? Bücherregal. Ja, ich hoffe, das funktioniert alles, so wie ich mir das vorstelle. Und die Sims stehen dann nicht wieder da und können dann nicht da durchgehen. Weil sie so doof dafür sind, außen rumzulaufen oder so. Wohnzimmer. Jetzt brauchen wir noch eine Sofa. Steckeln wir schön in die Ecke irgendwas Schönes. Ich möchte eine schöne Sofa. Wie wär's denn hiermit? Schön billig. Und jetzt noch ein Fernseher. Ach, guck mal, wir können uns sogar einen guten leisten. Wall-TV. Da kann er dann mal sein Feuer anzünden. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das nicht wieder löschen soll. Das sieht vielleicht besser aus, wenn es nicht da ist. So. Doch, das hat doch durchaus was. Es fehlt nur noch so ein kleiner Tisch in der Ecke. Aber nur, nein, ich wollte nicht die Lampe anklicken. Ich wollte den Tisch, Mann. Verdammt, was ist das? Echo-Puff. Bücher. Ach, geil. Bücher als Tisch, oder was? Fertig. Sieht aber hässlich aus. Ist auch nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Nein. Natürlich, das ebenfalls nicht.
Ja, das ist doch gut. So ein kleiner Muff da. Kann man dann auch Musik da drauf stellen? Das sind Satellitenlautsprecher von Nuklang. Was ist das? N-Investi hast du nicht. Nee, dann lieber ein iPod. Dann lieber einen teuren iPod da in die Ecke stellen. Gut, Sachen zum Zocken hat er jetzt da gerade nicht. Da muss er drauf klarkommen. Können wir uns irgendeinen billigen Computer leisten? Tatsächlich. Tablet-PC hat er, besitzt er aber eigentlich schon. Oh. Einen steinalten iMac, iPad-Dings. Ne, ihr wisst schon was. Was ist das? Ein Old iBook. Ach, richtig, die hießen früher iBook. iBook you on the face, baby. iBook you. Ne, er hat aber schon so einen kleinen Tablet-PC. Den hat er noch von früher. Ja, ja, damals im Krieg. So, er kann Fernsehen gucken auf einem großen Plasma-Bildschirm. Das kann nicht mal ich, wenn ich irgendwo neu einziehen würde. Dann gucken wir noch bei Hobbys und Fähigkeiten, ob wir da irgendwas hinstellen können, was für ihn interessant ist. Oh, eine Frage- und Antwortkugel. Oh, das wollte ich immer schon mal haben. Was ist das Aquarium? Alle meine Fische? Nee, ich glaube nicht, dass er alle seine Fische beisammen hat. Wir haben ja noch ein Gewächshaus. Ach, wie geil, ein Gewächshaus. Dörp der Pflanzenzüchter. Nein. Nein, nein, da bin ich spontan dazu entschieden, dass das nicht zu ihm passen würde. Ein Zauberstab, er ist auch keine Hexe. Die Gitarre vielleicht. Ich möchte ihn zwar eigentlich gar nicht singen oder spielen hören, aber vielleicht tut das seinem Selbstbewusstsein gut, wenn er sowas besitzt. Gott, die teuer gewesen. Mal gucken, ob wir uns nicht vielleicht doch was anderes leisten können. Vielleicht doch ein Auto. Nein, das ist jetzt zu teuer. Ach, das kostet ja auch gleich 3000. Ich fährst mit einem geilen Besen. Oder mit einem Fahrrad. Ich bin ja eigentlich immer noch für den Buggy, aber ich schätze mal, das Problem mit dem Buggy kaufen wird früher oder später auf Derp eh von alleine zukommen. Was willst du damit sagen? Oh, guck mal, eine Sonnenblume. Nee, Derp, das hat jetzt nichts mit deinem geistigen Zustand zu tun oder sonst irgendwas in der Art. Das war jetzt mehr darauf angespielt, dass, guck mal, da hinten ein Außerirdischer. Fußballtor. Ach, wie geil. Derp könnte sein eigenes, persönliches, was ist das denn? Ach, eine Kuh. Ach, wie geil ist das denn bitte? Eine Kuhpflanze. Schön, was ich alles gekauft habe und noch gar nicht mitgekriegt habe. Teleskop. Ja, ein Sternengucker-Teleskop. Das ist doch cool, sich von Außerirdischen führen lassen, indem man die Sterne guckt. Das ist doch bestimmt witzig, komm. Haben wir doch hier bestimmt bei Hobbys und Fähigkeiten noch ein anderes Teleskop. Da. Das ist zwar teuer, aber passt schon. Stellen wir dann hier auf, dann kann er in die Richtung gucken, hat er sein eigenes Teleskop. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Also nicht mehr viel jedenfalls. Und jetzt geht das an die farbliche Anpassung. Das farbliche Anpassungstool ist wirklich ziemlich praktisch. Ich stelle einen Stil und dann kann man einfach sich ausgucken, wie das Ganze aussehen soll. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich das Ganze hier anstreichen soll. Vielleicht im dunklen Holz. So müssen die ganzen Stile hier laden. So kann man halt wirklich echt ganz viel selbstständig noch aufwerten. Billige Sachen kaufen, das Ganze sieht trotzdem noch gut aus. Das ist sehr praktisch gemacht. Zum Beispiel ein Teppich kann ich auch komplett noch das Muster verändern, auch wenn ich hier vorher was anderes drin hatte, so von dem Gedanken her. Jetzt haben wir ja hier schon ein bisschen Farbe vorgegeben. Die könnte ich zwar auch anpassen, wenn ich wollte, aber will ich glaube ich gar nicht. Mir gefällt das so von der Farbgestaltung her. Und wenn ich dann jetzt den Boden hier dunkel machen würde, also fast schwarz. Und jetzt muss ich dann doch nochmal die Wand anpassen. Die kann ich dann... Ich hätte den Rahmen dann schon gerne auch und so den passend zu dem Grün. Oder sogar die Wand weiß. Hm, ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir ganz gut. So, jetzt passen wir natürlich ebenfalls noch die Farben an. Können wir uns überlegen, einmal dunkel, so wie der Rest, oder eben weiß. Ich glaube, ich bleibe bei weiß und passe jetzt den Tresen oben in diesem Grün an. So, so ein bisschen stärker, wieder ein bisschen heller. So kann man sich halt verschiedene Farbstile herantasten, was einem so gerade am besten gefällt. Solange, bis es eben passt. Und hier, das kann ich ja ebenfalls in dieses Grün wandeln. Und mal gucken, was wir hier beim Kühlschrank machen können. Vielleicht können wir da auch noch was einfärben. Ah ja, tatsächlich. Warum nicht in Holzoptik? Das ist doch durchaus schick und schließt das Ganze schön rund und sauber ab. Und auch hier den Mülleimer, den können wir ebenfalls von der Farbe her gut anpassen. Und dann kann man halt ein paar orangene Akzente vielleicht noch irgendwo dazwischen setzen, weil wir haben halt dieses Orange hier durch die Teller gegeben und durch diese Dekoration. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucken möchte, ob ich hier mache ich zum Beispiel die Rollen orange, dann passt das schon. Und auch die Kugel könnte man hier zum Beispiel halt mehr in den Orangeton eingehen lassen. Jetzt müssen wir noch diesen hässlichen Tisch anpassen. Entweder wir machen den dunkel. Ja, das sieht ganz klasse aus. Und auch hier das Sofa müssen wir natürlich dementsprechend anpassen. Da gibt es jetzt hier schon mal wieder ein paar Voreinstellungen. Ist ja meistens so bei den Gegenständen bei den Sims.
gucken wir mal, bis die Textilien geladen haben, dauert es einen Moment. Und dann laden schon die geometrischen Formen, weil ich das andere hier schon angeklickt habe. Gibt es ja die unterschiedlichsten Stile. Da brauchen wir ziemlich lange, bis der Kram geladen hat. Nee, ich bleibe bei Textilien. Ich bleibe bei Textilien und dann möchte ich das Ganze doch in die richtige Farbnische rücken. Wie sähe das aus, wenn man das hier irgendwie so heller hätte? Passend vielleicht sogar zum Fußboden. Mhm. Das ist gar nicht mal schlecht. Ist vielleicht wieder ein bisschen dunkler. Und ebenfalls hier drauf. Ja, okay, das ist jetzt hier... Wenn ich den jetzt ein bisschen oranger mache, passt das sogar wieder zum ganzen... insgesamt Bild, zum allgemeinen Bild. Vielleicht müsste hier noch eine Dekoration hin, damit die Farbe hier drüben übernommen wird. So ein Orange oder irgendwie sowas. Ich guck mal gerade. Wir können hier ja mal zu den Accessoire-Gegenständen gehen. Und zwar hier haben wir Deko. Gehen wir mal zu den Deko-Gegenständen, gucken, was wir hier so alles haben. Hier haben wir Pflanzen ohne Ende. Die möchte ich aber da gar nicht hinpflanzen. Bilder, Spiegel, Skulpturen. Das ist immer interessant. Ein Schneemann! Gartenzwerge! Penibla Maxnowski! Oder ein grimmiger Grimi. Oh, was es hier alles gibt. Königreich Kambodscha Wandskulptur. Ja, ich glaube nicht. Können uns einen Globus irgendwo in die Ecke stellen? Aha. Also das würde jetzt tatsächlich hier sogar passen. Moment, ich mach das mal gerade weg. Das war jetzt zwar teuer, aber wenn wir diese Skulpturen jetzt hier anpassen, von der Farbe. Ach ja, guck mal, wir haben hier schon fast die Farben. Einmal orange, dann grün, dann rot. Ich möchte sagen, dann möchte ich aus dem Rot eigentlich ein Gelb werden lassen. Ja, das hat doch schon was. Und schon sieht das Ganze wesentlich stylischer aus und der ganze Küchenbereich und so ist damit eigentlich auch schon fertig. Jetzt gehen wir noch ins Badezimmer. Und da wir hier schon diese Erdfarben haben, vorgegeben haben, werde ich da wahrscheinlich auch Erdfarben anpassen. Könnt ihr mal gucken von dem Anstrich her. Das sieht zum Beispiel schon mal ganz gut aus. Also braun kann auch schön sein, ne? Braun ist nicht immer gleich negativ. Braun ist nicht immer negativ, was laberst du? Das weiß ich jetzt nicht, wo die Stimme herkam. Das habt ihr jetzt nicht, das ignorieren wir einfach alle gekonnt. So, dann kann man hier also auch schön brav das Zeug da anpassen, okay. Ein Handtuch. Was für eine Farbe können wir dem Handtuch dann geben? Vielleicht machen wir daraus, das ist das Streifen, ja. Vielleicht geben wir dem Badezimmer ein paar rote Akzente. Ich weiß es nicht, manchmal sieht sowas ja gut aus. Oder Zebra-Look. Ah, oh, das ist ja geil. Irgendwie cool. Also es gefällt mir irgendwie. Schon schön, wenn man sich solche Sachen runterladen kann. Das nennt sich Custom-Content. Custom-Content. Also eigene Spielinhalte, die man von Webseiten runterlädt. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht sich dabei Sachen außerdem einfängt, die ein bisschen kaputt sind. Rote Akzente? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich hat mir das vorher ein bisschen besser gefallen, als das Ganze hier noch so mit ein bisschen mehr Weiß war. Mal wieder zurück. So. Ich denke, das Badezimmer ist so ganz in Ordnung. Vielleicht sollte man hier auch noch irgendwas Weißes hinzufügen. Und zwar hier draus. So. Ja, passt. Ich denke, das ist ganz okay so. Okay, Schlafzimmer haben wir natürlich noch. Dreh dich. Wenn wir das jetzt in den Blautönen halten, wie dieses Gemälde dort, könnte das interessant werden. Gehen wir erstmal zum Fußboden über. Das sind jetzt Jeansfarben. Die könnte man durchaus mal nehmen. So ein knackiges Blau am Fußboden. Was haben wir denn hier? Ach, du heilige Hässlichkeit. Das ist dann so ein sogenannter Wandanstrich. Na, die Kombination dieser Farben ist jetzt hier nicht gerade das Blau. Vom einen, das ist zu feminin. Blau wollte ich das Ganze eigentlich auch nicht halten. Vielleicht könnte man es grau machen. Vielleicht schon ein bisschen besser. Und hier möchte ich die Rahmenfarbe natürlich anpassen. Oh, hier gibt es die Übungen auch in größer. Vielleicht sollten wir ihm doch noch so ein Mädchen noch dahinstellen. Das passt irgendwie besser zu Döps Charakter. In Blau. Und jetzt gehe ich hier drüben hin. Gehe hier auch auf Plastik und... Nein, 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 ich wollte Plastik an Gummi anklicken. Ja, ich krieg nicht das gleiche Blau hin. Wenn wir jetzt hier diesen Stiel da nehmen, dieses hier, können wir das per Drag and Drop da draufziehen. Dann fragt er uns, welche Farbe wir ersetzen wollen und fertig. Wunderbar. Funktioniert doch alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, mein Masterplan. Gut, dann machen wir jetzt hier auch noch die Farbe so ein bisschen ins Graue. Ja, diese Dinger sind ja eh schon grau. Dann müssen wir jetzt nur noch das Bett anpassen, so wie ich sehe. Und dann wäre die Bewohnung, die Behausung, die Bewohnung, ja auch schon fertig. Was haben wir denn hier für Decken? Was ist das denn hier? Passt? Igittigittigitt. Dann doch lieber so eine Jeansfarbe. Wow.
Wow. Ist jetzt nicht so mein Fall gewesen. Könnte man das hier anpassen, eventuell in die richtigen Töne? Hm. Das ist dann zu lila. Aber man kann es hier dunkel machen und dann kann man es blauer machen.